Okay, ich habe immer noch keine Ahnung. Ja, aber es muss eine Lösung geben, langsam mal hier. Das ist ein guter Motivationsspruch. Du würdest jetzt schon wieder weggehen, oder? Nee, ich überlege noch, Okay. aber nur der Spruch, es muss eine Lösung geben. Ja. Ja, es muss eine Lösung geben. Die Frage ist nur, warum finden wir sie nicht? Wir hatten auch schon geguckt, ob da Blumen sind oder so. Auch da habe ich nichts gesehen. Blumen sind hier. Ja, aber nicht mehr im Labyrinth selber dann. Darf ich noch mal bitte die Maus und Tastatur? Und ich habe schon wieder bitte gesagt und das in dem Moment bereut. Ja, weil ich Nein sagen könnte, Richtig. was dich aber nicht stört. Wenn man hier sich das Da mal hatten wir anguckt. auch schon mal geguckt, ob da irgendwas auffällig ist, was uns hilft. Die Hecke sah unten insgesamt nicht schön aus. Es sieht einfach alles gleich aus. Es gibt, beim Richtig. anderen gab es irgendwie Gras, Gras, was uns weitergeholfen hat, aber hier. Wir hatten vermutet vielleicht Schatten, aber dafür ist auch irgendwie zu viel Schatten und trotzdem ist ja jeder Weg, also kein Weg ist ja durch Schatten blockiert. Richtig. An einer oder anderen Und auf Stelle der ist es ein anderen Seite bisschen ist auch kein schmaler. Weg, der komplett frei ist, wenn man sagt, wenn ich mir die Bereiche angucke, Ja. irgendwo muss man über so eine Stelle Klar, rübergehen wenn immer. du nochmal vom Also. Startpunkt von links nach rechts gehst, musst du irgendwie an Schatten vorbei. Ja. Tja. Genauso gibt es auch keinen Weg, der nur auf dem Schatten verläuft. Genau. Also da ist ganz einfach die Stücke in diese Richtung, da hinten oder auch hier vorne. Da ist kein Schatten. Tja. Ja, summa summarum, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wonach wir uns richten müssen. Korrekt. Wolltest du mal ein paar probieren? Ein paar Jeder, Wege probieren. ja, jeder fünf? Du meinst, wir machen das wieder nach dem Motto, wenn man keine Ahnung hat, Zufall. Einfach mal Zufall. Vielleicht hat man ja Glück. Oh, kann man von hier? Nee, von hier kann man das auch nicht sehen, da unten das Umgebungsrätsel mit Schatten. Ich sehe gar nichts. Nee, das ist da unten immer noch viel zu weit weg. Das mag gut sein. Darf ich mal? Bist du was? Weiß ich Oh, nicht. Entschuldigung. Ja, habe ich auch gerade gesehen, Das hier dass das so sieht eine, auffällig aus. genau, so eine Form da bildet Und auch irgendwie. das hier irgendwie. Also, der Bewuchs dort ist sehr intensiv. Delfrico hatte übrigens mal geschrieben, an einer Stelle, wo wir so am Wasser standen, mit den Lasern in der Luft und so, einfach mal die Aussicht genießen. Also würde ich sagen, auch hier kannst du einfach mal die Aussicht genießen wieder. Ja, dann beenden wir mit der Aufnahme und. Nein. Ah, okay. Aussicht genug genossen. Aussicht genug genossen. Sieht aber echt wieder schön aus. Also das muss man dem Spiel echt lassen, Ja. ne? Haben Das wir ist gut hinbekommen, ne? ja super. Steine. Hier ist was verdorrt. Gras. Ja, lass uns einfach mal ein paar Wege ausprobieren. Man kann es ja auch andersrum lösen. Wenn man die Lösung hat, mal gucken, was auf dem Weg denn anders ist, als auf dem anderen Weg Oder muss man sich dadurch. vielleicht an dem vorherigen Rätsel Haben wir auch orientieren? schon probiert, klappt auch nicht, War weil ich da dabei bei drüben. der letzten Aufnahme, wo das Das ist alles nicht letzte probiert Aufnahme, wurde? das ist ewig her, dass wir das gemacht haben. Aha. Aber guck mal, hier ist allein schon der Ausgang ist so in der Mitte gelegen. Ja. Das hatten wir bisher nirgendwo anders. Nee, das wird zu direkt. Ich hätte hier noch mehr nach links gehen können. Indirekt genug? Ja. Ja. Aha! Aha. Auf Zufall ist echt Verlass. So, jetzt lass Auf uns mal bitte den Weg angucken, was bei dem eventuell anders Ja, sein du, ich könnte. glaube, du möchtest Ein auch nach die rechts. Tastatur Ja, bedienen, aber ich sehe schon, obwohl dass ich du da das schon dran machst. bin. Ne? Das Ja. wird natürlich nichts. Ja. Okay, also. Hier lang. Hier lang. Ja. Boah. Warum hier und nicht hier lang? Das ist eine sehr gute Frage. Dann hier lang. Ja. Und dann, glaube ich, hier wieder runter und hoch ins Ziel. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es nicht in diesem Labyrinth. Vielleicht ist der Hinweis darauf, dass man das so machen muss, irgendwo in der Umgebung versteckt. Keine Ahnung. Ich glaube, wir hatten auch ein Rätsel da, das muss man einfach wissen. Das war es vielleicht. Eine Lösung. Wie, die muss man einfach Ja, wissen. da haben wir keinen Hinweis zugeliefert.
Ist auch mal schön. Wir haben da keinen Hinweis zugeliefert. Wir, die Entwickler. Oh Gott, hör auf darüber. Alter. Na gut, wie dem auch sei, falls ihr irgendwelche Hinweise gesehen habt, warum das die Lösung ist, mal wieder der Aufruf, schreibt es in die Kommentare. Hey. Ich sehe hier keinen Unterschied. Ich habe schon gesehen, dass das nächste Rätsel auch so ist. Wie auch so. Da habe ich auch... Ich habe mal kurz reinguckt, gerade als du da hier... Und ich habe nichts gesehen, was uns... Ja, aber das hat nichts zu sagen. Wir haben bei den anderen auch zuerst nichts gesehen. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Gut. Der einzige Unterschied zum vorherigen Rätsel ist, dass hier die Hecke nicht so grün ist. Ja. Darf ich noch mal bitte Klaus Tastatur haben? Ich habe... Da dieses Rätsel hier ja nun auch anders ist, also auch keiner Hinweise hat, hat vielleicht dieses Rätsel irgendwie doch einen Bezug nach da und dieses Rätsel einen Bezug nach da? Aber du sagtest mir ja auch, dass wir schon letztens nicht in der Lage waren, einen Bezug zwischen dem Rechten und dem Linken jetzt herzustellen. Das ist korrekt. Und das ist auch anders. Ja, hier sind auch allein schon die beiden in den Ecken drin, die beiden Ein- und Ausgänge. Wie sieht das hier aus? Hier hätten wir... aber selbst wenn ich das drehe und spiegel und wende, jetzt so mal eben schnell... Wenn man es verändert, dann kommt das da raus irgendwann, ja. Ja, wenn du bei Gott vier Buchstaben tauscht, kommst Bier raus, ne? Ach so. Ich dachte Möhre. Möhre. Oder Mähre. Wie dem auch sei... Kennst du eigentlich Mährenkuchen? Nein. Kenn ich nicht. Wirklich nicht. Ich weiß nicht, das ist bestimmt irgendein Insider, den ich jetzt nicht verstehe. Nein. Sondern? Eieiei. Es muss doch einen Grund geben, warum dieser Weg und kein anderer. Hast du noch nie Mährenkuchen gegessen? Nein. Möhrenkuchen kenne ich. Nein. Mährenkuchen. Was ist Mährenkuchen? Ja, der ist nicht aus Möhren, sondern aus Mähren. Und was sind Mähren? Es ist jetzt doof, so einen Insider zu bringen, den keiner versteht außer dir. Nee, dann doch. Ein Insider, den nur einer kennt, ist ja kein Insider. Richtig, der ist doof vor allen Dingen. Also entweder du musst das jetzt erklären oder... Tja. Erklär du auch bitte mal, wie du das nächste Rätsel löst, weil ich habe ja das Rätsel davor. Ja, dann erklär mir mal bitte, was der Lösungsweg ist. Und jetzt kommen wir nicht mit Zufall, sondern... Ja, offensichtlich haben wir ja keine vernünftige Erklärung. Du musst dich auch manchmal mit dem zufrieden geben, was ich dir preisgebe. Ja, das hilft mir aber nichts fürs nächste Rätsel. Jetzt bist du einfach mal dran, Christoph, sieh es ein. Ja, weil du wieder so ein Glückstreffer gelandet hast. Ach du, ich auch. Du weißt doch, dass du hier für die Glückstreffer zuständig bist, Mensch. Das hier hat, glaube ich, auch noch mehr Möglichkeiten, oder? Ja, jetzt heul ruhig rum, jetzt sind Möglichkeiten. Naja, das wird das nicht sein. Viel zu einfach. Richtig. Eher sowas. Im Leben nicht. Sondern? Anders. Aha, auch und wie? Nicht. Ich glaube, mit dem nächsten Versuch hatte ich es, oder? Oder noch einen falsch? Ich weiß es nicht. Willst du mich jetzt unter Druck setzen? Letzter. Ja. Ja, du hast aber schon ein paar mehr Versuche, glaube ich, gemacht beim letzten Mal aufnehmen, als wir da waren. Ich kann mich überhaupt gar nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal hier waren. Du kannst dich nicht mal daran erinnern, dass wir hier waren, oder? Was ist das überhaupt für ein Spiel? Was machen wir überhaupt hier? Wieso ist da eine Kamera und ein Mikro? Und warum liegt hier so viel Stroh? Wo liegt hier Stroh? Alter, ich habe keinen... Ach, den hatte ich schon. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich kann doch jetzt unmöglich alle durchprobieren. Da du das gerade so super systematisch machst, wird es sehr schwierig. Ja, ja, sehr gut. Schön. Passt dir genau jetzt. Ja. Auch hier keine Ahnung, warum. Ich hab noch einen ganz kurzen Verdacht. Den möchte ich noch einmal angucken. Mal schauen. Okay, ist schon hinfällig. Okay. Ich hatte überlegt, ob das vielleicht irgendwas mit dem Abbiegen zu tun hat. Also erste Möglichkeit rechts abbiegen, zweite Möglichkeit rechts abbiegen, erste links abbiegen, sowas irgendwie in der Art. Aber dann habe ich gesehen, dass wir da beim ersten Rätsel an der ersten Möglichkeit links abgebogen sind und damit war das schon hinfällig, die Idee.
Also ich. Ich weiß es nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht aus wie ein Umgebungsrätsel, der Weg, der da hochgeht. Der ja, richtig, wie ein Umgebungsrätsel, das wir zufällig schon gelöst haben. Das haben wir schon gelöst, oder? Ja. Okay. Aber gut, dass es dir auffällt. Ja, ich könnte das gleiche Spiel auch 10-mal spielen. Das wäre für mich... ach, nee. Da? Nein, stimmt. Siehst du? Das ist schon gelöst. Die Karte ist aktiviert. Genauso wie der hier ist ja auch schon gelöst. Ja, die Karte ist aktiviert. Um Gottes Willen. Also ich würde behaupten... Wir haben zwei Ziele. Wir haben zwei Ziele und einen Startpunkt in der Mitte. Und wir haben die Labyrinthe. Okay, schlussendlich müssen wir uns eigentlich... Also, wir sehen dort, glaube ich, die Labyrinthe, richtig? Richtig. Ja, wir sehen die Labyrinthe. Guck mal, der Startpunkt hier, ja. Das wäre quasi hier der Punkt. Da. Und hier der Übergang da, der Durchgang wäre quasi da die Tür. Dann haben wir hier die Tür in das nächste Labyrinth rein. Das wäre hier da das Stück. Also wir sehen hier definitiv, das sind gar nicht die Labyrinthe. Das passt nicht hier mit dem Labyrinth. Das ist gespiegelt. Doch, das unten rechts, daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Ah, das hier? Ja. Das war eins der Labyrinthe, definitiv. Genau, aber wir sehen sie hier jetzt aus, also wir sehen jetzt nicht hier, als würden wir jetzt von oben auf das Labyrinth drauf gucken, genau. Sondern wir sehen hier die Felder, wie wir sie eben auch schon hatten. Das kann gut sein. Also, auch das nicht, sondern gespiegelt. Also wir haben eben das hier quasi so gesehen. Mhm. Genau. Ja, aber das passt ja nicht. Das ist doch nicht der hier. Hä? Irgendwas ist hier noch anders. Irgendwas passt hier nicht komplett. Ach doch, das sind der. Also das hier ist der Weg, der geht da runter, da ab, darüber. Das ist der Weg hier. So, so. Das hier passt nicht damit zusammen. Ja, vielleicht, wie du schon sagtest, vielleicht ist es jetzt auch nicht diese Draufsicht. Ja, aber vielleicht ist das die Lösung der Rätsel. Guck mal, wir können hier gar nicht so lang gehen. In dem Labyrinth. So, weil da in dem hier gar kein Weg ist. Das hier sind gar nicht die Wege, wie sie da existieren. Aber und hätten wir das, als wir davor standen, mal übertragen auf das Rätsel, das haben wir uns nämlich gar nicht angeguckt. Auf der Karte ist nicht das Labyrinth abgezeichnet, sondern ein anderes Labyrinth. Davon bin ich nicht überzeugt. Gut, dann müssen wir jetzt leider den Turm runtergehen. Und wenn wir das sind, sollten wir, glaube ich, von allen Lösungen Fotos machen. Meinst du? Mhm. Oder eine Zeichnung halt. Ich glaube, wir müssen das von oben jetzt angucken und lösen. So, pass auf. Wir gehen am Start los und können am Start direkt gerade durchgehen, bis zum Ende. Ja. Wir gehen am Start los und können am Start nicht direkt bis zum Ende gehen. Das ist uns gerade nicht aufgefallen. Das ist uns, nee, weil da haben wir gar nicht mehr drauf geachtet. Weil bei dem Rätsel davor war das Rätsel auf dem Labyrinth das gleiche. Ja. Aber hier ist es das nicht. Und wenn ich jetzt das hier... Das heißt, wir müssen gucken, welche Wege denn tatsächlich von dieser Beschreibung existieren. Genau, und richtig. Und ist wahrscheinlich nur ein einziger. Genau. Ja, das ist ja... Ja, aber dann wissen wir wenigstens, wieso wir dieses Rätsel gelöst haben. Seht ihr? Schreibt es nicht in die Kommentare, wir haben es schon ohne euch gelöst. So, ich fotografiere das jetzt mal eben ab. Auch wenn ich nicht glaube, dass uns das weiterhilft. Hallo? Jetzt geht das Handy auch. Oh, ich habe die Selfie-Kamera an, das ist natürlich ganz schlau. Ja. So, jetzt aber. Läufst du mal zum nächsten? Klar. Also für dieses Rätsel hier ist jetzt klar, aber hier sind die aufgezeichneten Wege die Wege, die auch existieren. Also hier ist das nicht die Lösung. Geduld, wir gucken. Hier, doch, ist so. Hier muss es noch irgendeine andere Lösung geben. Also, genau, wir hatten es direkt übertragen darauf. Wir hatten gesagt, okay, wir hatten hier keine Hinweise gefunden und deswegen sind wir bei dem anderen Rätsel genauso rangegangen. Ja, was totaler Blödsinn war. Genau, offensichtlich. Hätten wir es ein bisschen länger angeguckt, ich gehe fest davon aus, dass wir das gelöst hätten. Gehst du nochmal zum vorherigen Rätsel? Ach so, okay. Also erstmal sieht das gut aus. Als ja, doch, das ist das. Das ist das. Das haben wir, glaube ich, auch, als wir das letzte Mal hier waren, schon nachgeguckt, ob das wirklich ist. Kann gut sein. So. Ja. Okay. Und zum ersten. Gut.
So, jetzt bin ich mal gespannt, was du mit den 4 Fotos machen willst. Angucken. Da kommst du nicht durch. Ja, gut, okay, da kommst du durch, ja.